Jalil bzw. früher Reason wurde innerhalb einer Doku auf Flissmanns Kanal näher vorgestellt und man bekam das erste Mal Eindrücke, die man wahrscheinlich noch nie von ihm bekam. Da ich aufgrund vorheriger Erfahrungen mit einem gewissen Label keine Videoausschnitte bzw. Bilder von dieser Doku hier in dem Video verwenden möchte, will ich euch kurz nur meine Meinung dazu sagen und vor allem auch zusammenfassen, warum diese Doku absolut sehenswert ist und warum ihr die in voller Länge am besten nochmal sehen solltet. Also normalerweise würde ich am Anfang dieses Videos jetzt anfangen, euch ein bisschen mehr über den Künstler zu erzählen, zu sagen, wer ihn entdeckt hat, wer ihn gepusht hat, woher er kommt, wie seine Diskografie aussieht und. Da es in der Doku, von der ich heute aber spreche, genau darum geht, checkt das Ding einfach ab. Es lohnt sich wirklich. In der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren werde ich genau diesen Link reinknallen. Während dieser Doku packt er komplett über seine Kindheit aus. Das heißt, er spricht auch über das Verhältnis zu seiner Mutter und vor allem auch seinem Vater, was ich besonders krass fand. Seine ersten Begegnungen mit Rassismus, wo es besonders paradox war, dass das auch selbst sehr oft Jungs waren mit anderer Herkunft. Und es wird einem immer und immer wieder klar während dieser Doku, dass er wirklich von fucking ganz unten kommt. Diese Geschichten aus seiner Thermosiedlung, diese Selbstmordplatten bzw. Blöcke, die haben einen einfach teilweise so sprachlos gemacht und geben einem extrem das Verständnis dafür, warum gerade die Musik die Zuflucht für ihn war. Am interessantesten fand ich dann das darauffolgende, wo er über die Alben gesprochen hat, über die Labels, über die Leute, die ihn gepusht haben, die an ihn geglaubt haben, aber auch über all die Dinge, die ihn ausgebremst haben. Und er machte einen sehr bodenständigen Eindruck, einen sehr sympathischen Eindruck, direkt, ehrlich. Und was mich am meisten überrascht hat, war, wie unglaublich krass er selbst reflektieren kann. Das prägnanteste Beispiel war für mich, als er das erste Mal darüber gesprochen hat, wie er an Kohle kam und das erste Mal so richtig selbst Geld verdient hat und was er mit diesem Geld gemacht hat und wie er heute darüber denkt. Und auch wenn man ihm gern zuhört, was wahrscheinlich zu 50% auch an seiner überkranken Stimme liegt, muss ich persönlich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr Videomaterial aus vergangenen Tagen gewünscht, einfach um es ein bisschen aufzulockern. Das hätten auch irgendwelche Beef-Geschichten sein können oder vielleicht auch irgendwas Humorvolles so. Ich will nicht sagen, dass ich diesen ernsten und manchmal auch traurigen, nachdenklichen Unterton jetzt schlecht fand in dem Video, das überhaupt nicht. Also ich habe das gefallen, ich habe mir das wirklich eine Stunde 19 durchgeguckt. Aber so hätte es ein bisschen mehr Facetten gegeben, ein bisschen mehr Abwechslung, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so schlecht gefunden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn Jalil auf einem Track mit irgendjemandem ist, dass er einfach irgendwie immer krasser klingt, egal wer neben ihm steht. Ich will nicht sagen, dass er besser ist als jeder andere Rapper, der mit ihm zu tun hat, lyrisch sowie technisch, aber er schafft es definitiv besser, allein diese Atmosphäre und dieses Feeling rüberzubringen, wenn seine Stimme einschlägt, wenn der das erste Mal einsetzt so. Das ist immer wieder was ganz Besonderes und ich kann aber nicht genau benennen und beschreiben, was es ist so. Seine Stimme sticht einfach so hart da raus, es ist unfassbar. Was mich nun auch nochmal direkt zu Flissmann selbst bringt. Denn egal, was wir persönlich voneinander halten, muss man an der Stelle einfach sagen, dass in der Vergangenheit mir immer wieder aufgefallen ist, was er für ein krankes Talent hat, Leute zu scouten. Oder an Leute zu glauben, an die wenige bis kein anderer glaubt. Für mich ein absolutes Phänomen und das kann man auf jeden Fall auch anerkennen. Da rede ich von Leuten wie zum Beispiel Lars, Zilla oder eben auch Jalil. Und da gibt es da so viele andere Beispiele, wo man öfter das Gefühl hatte, dass erst danach irgendwie Leute zu dir rantreten wollten. Nebenbei gesagt, wenn wir schon mal beim Thema sind, würde ich mir extrem wünschen, dass MO030 da ein bisschen mehr Support bekommt. Da ich denke, dass nur Flissmann selbst MO das geben könnte, was er momentan verdient so. Und er wahrscheinlich auch der einzige wäre, der aus MO die Verkaufszahlen rausholen könnte, die in ihm schlummern. Und schlecht sehen die Zeichen bisher nicht aus, wenn man jetzt die Beziehung von MO zu Jalil zum Beispiel sieht oder die Beziehung von MOs Manager zu Flair selbst. Also sollte MO die Chance bekommen, mehr oder vielleicht sogar hauptsächlich für Maskulin was zu machen, dann glaube ich, könnte dieser Junge heftig glänzen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wie gesagt, schaut euch die Doku an, bildet euch euer eigenes Urteil. Für mich war damals schon klar, dass Jalil absolut zu feiern ist und durch diese Doku hat sich das nur noch bestätigt, vor allem auf menschlicher Sicht. Und musikalisch gibt es kaum was, was ich nicht schon über Jalil gesagt habe, gerade auch in den letzten Reactions, wo ich über MO gesprochen habe, wo Jalil auch immer eine Rolle gespielt hat. Im August kommt Jalils neues Album Black Panther, was eine extrem große Rolle für ihn spielt, wie man auch in der Doku gehört hat, wo sehr oft direkt oder indirekt gesagt wurde, dass das Album seines Lebens werden muss. Und ich werde definitiv auf dieses Album reagieren, auch wenn die Reaction zu dem Teil wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen wird, aus Gründen, die ich ja ganz am Anfang von dem Video hier genannt habe. Ja, und jetzt setze ich mich noch für euch hin und mache das Musik der Woche fertig. Also bis nachher, meine Freunde.